Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ar-Rasulillah wa ra alihi wa sahbihi ajma'in. Wir haben 34 Teile über die Sira des Propheten, die Biografie des Propheten alayhi salatu, besprochen. Beim letzten Mal haben wir über die Auswanderung nach Abessinien gesprochen, warum der Prophet dort einige Sahaba hingeschickt hat, was die Gründe dafür waren, warum er ausgerechnet Abessinien ausgewählt hat. Und heute will ich das oder wollen wir gemeinsam das Thema behandeln, wie haben sich die Sahaba in Abessinien verhalten. Die Sahaba, das heißt die Gefährten des Propheten alayhi salatu wasalam, in Deutsch würde man sie beispielsweise Jünger nennen, wie beispielsweise die Jünger von Jesus. Diese Leute waren auf der folgten der Rechtleitung des Propheten alayhi salatu, hatten den besten Lehrer. Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig, weil sie als Minderheit unter einem christlichen Führer gelebt haben in dieser Zeit. Deswegen ist dieses Thema so wichtig für uns, gerade in unserer Situation. Denn das meiste in den Sira-Büchern, was erwähnt wird, ist aus der medinesischen Zeit, wo die Muslime eine Mehrheit waren. Für uns als Muslime, die als eine Minderheit leben in Deutschland, ist es allerdings sehr wichtig zu sehen, wie man sich verhält, wenn man als Minderheit lebt. Man muss dazu sagen, dass sehr, sehr wenig aus der mekkanischen Zeit im Vergleich zur medinesischen Zeit übrig geblieben ist von Überlieferungen und sehr, sehr wenig übrig geblieben ist, noch weniger übrig geblieben ist von dem Aufenthalt der Muslime in Abessinien. Das heißt, es gibt nur wenige Überlieferungen darüber. Das heißt nicht, dass diese Sache für uns unwichtig ist, sondern das zeigt nur, dass die Überlieferungen, die wir haben, ausreichend sind für uns, um daraus notwendige Lehren für uns herauszuziehen, die für unser Leben als Minderheit, als Muslime wichtig sind. So. Der Prophet alaihi salatu wasalam hat diese Gruppe nach Abessinien geschickt. Wir haben gesagt, 83 Männer, 18 Frauen. Und es wurde ein Führer bei der zweiten Hijra, wie bei der ersten Hijra, wurde ein Führer ausgewählt für diese relativ kleine Gruppe. Für diese relativ kleine Gruppe. Man muss dazu sagen, dass sie ungefähr die Hälfte der Muslime in Mekka ausgemacht haben zu dieser Zeit. Was zeigt uns das erstmal, dass er einen Führer bestimmt hat? Bei der ersten Hijra war der Führer Uthman ibn Maz'un. Andere sagen Uthman ibn Affan. Bei der zweiten Hijra nach Abessinien, also wir reden von der ersten Hijra nach Abessinien und die zweite, die im Rajab des fünften Jahres war, und die zweite Hijra nach Abessinien, die danach kam. Bei dieser Hijra war dann Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, der Sohn von Abu Talib, der Bruder von Ali, der Führer der Muslime gewesen. Die erste Lehre, die wir hieraus ziehen, ist folgende, dass der Prophet, und das war circa im siebten Jahr, nachdem der Prophet entsandt wurde, die zweite Hijra, die erste haben wir gesagt, im fünften Jahr nach Entsendung, ich glaube, ich habe eben gesagt, fünfte Jahr nach Hijra, fünfte Jahr nach Entsendung, ja, im Rajab. Auf jeden Fall, das zeigt uns, dass die Muslime von vornherein daran interessiert waren, organisiert zu sein, eine Führungsperson zu haben. Die sind nicht nur einfach ausgewandert, sondern das war eine organisierte Auswanderung gewesen. Das ist erstmal das Erste. So, was passierte jetzt? Die Quraysh entsandten eine Delegation nach Abessinien, was heute Äthiopien und Eritrea ist, zu dem Negus, auf Arabisch Najashi. Najashi ist ein Titel, das ist der Anführer der Abessinier, wie Pharao der Anführer in einer bestimmten Epoche der Ägypter war.
wie Kaiser der Anführer der Römer war, wie Kisra der Anführer der Perser war. Najashi ist kein Name, Najashi ist ein Titel. Sein Name war Ashuma, okay? Sie entsandten eine Delegation dorthin unter der Führung von Amr ibn al-As, eine sehr einflussreiche Person in Mekka, und Abdullah ibn Abi Rabi'a. Sie sind dorthin, warum? Warum haben sie sie ausgewählt? Weil sie den Najashi kannten, weil Amr ibn al-As ihn kannte. Ich möchte erst noch mal kurz, bevor ich darauf hinkomme, noch etwas kurz zu Ja'far ibn Abi Talib sagen. Ja? Wir müssen wissen, Ja'far ibn Abi Talib ist zum Beispiel auch derjenige, der wann gestorben ist? Bei der Schlacht von Mu'tah. Das war die erste Schlacht mit den Römern im 8. Jahr nach Hijra, also nach der Hijra nach Medina. Er hat dort die Flagge gehalten, als er die Flagge gehalten hat, ja, ist ihm erst der rechte Arm abgeschlagen worden, dann der linke Arm und dann ist er getötet worden. Und der Prophet sagte, er wird im Paradies Flügel haben, mit denen er fliegen kann. Also Ja'far ibn Abi Talib ist eine besondere Persönlichkeit. So, jetzt, Amr ibn As und Abdullah ibn Abi Rabi'a gehen dorthin zum Najashi, zu dem Führer von Abyssinien. Und der erste Schritt, den sie machen, ist, sie gehen nicht zum Najashi, sondern sie gehen zu den Patriarchen, Batarika auf Arabisch, und das sind sozusagen die Helfer des Najashi, und wollen die beeinflussen. Die wollen die beeinflussen, dass sie dem Najashi sagen sollen, dass er die Muslime einfach mitschicken soll. Das heißt, er soll die Muslime, der soll denen sozusagen das Asyl, ich sage mal Asyl in Anführungsstrichen, verweigern und die zurückschicken. Okay? Und daran sieht man wieder, was lernen wir daraus, aus dieser Herangehensweise der Kuffar. Weil diese Geschichte wird uns nicht umsonst erzählt. Ihr müsst wissen, wir müssen wissen, es werden immer Pläne gegen uns geschmiedet. Ja. Und man will nicht, dass unser Wort gehört wird. Und ich versuche immer die Zira lebendig zu machen, unsere heutige Zeit. Was versucht man heute? Man versucht heutzutage zu verhindern, dass unsere Worte gehört werden. Das heißt, hier nochmal, sie sind zu den Patriarchen gegangen, haben die bestochen, haben denen Geschenke gegeben, damit die Patriarchen dem Najashi sagen, komm, schick die Muslime sofort mit. Hör die nicht an, du brauchst die gar nicht anzuhören. Warum? Weil sie wussten, die Worte sind überzeugend, die Muslime sprechen. Schau dir an, was wir heute in Deutschland erleben. Zum Beispiel am eigenen Leibe. Immer wenn wir einen Vortrag haben, kommen nicht Muslime zu uns und sagen, wir haben da was ganz anderes erwartet. Wir fanden das gut, was ihr erzählt habt. Jedes Mal, bei wirklich jedem Vortrag. Und deswegen haben wir auch die Öffentlichkeit gesucht mit Kundgebungen. Ja? Jedes Mal kommen nicht Muslime und sagen, boah, wir sind total begeistert, wir fanden das ganz toll, wir haben euch gar nicht so eingeschätzt und so weiter und so fort. Warum? Weil vorher gesagt wird von Leuten, Geht da bloß nicht hin. Lasst den bloß nicht hier auftreten. Lasst den bloß nicht hier reden. Nein. Verbietet denen den Auftritt. Man sieht also, und das ist das Schöne, wenn man die Erfahrung in der Dauer hat, man sieht praktisch, dass sich die Ereignisse immer wieder wiederholen, wie sich die Geschichte wiederholt. Man will nicht, dass die Worte gehört werden. Guck mal, anderes Beispiel, dass man immer versucht, die Worte nicht hören zu lassen. So haben sie zum Beispiel damals Geräusche gemacht, wenn der Koran verlesen wurde. Heute, wir machen einen Unterricht, einen Vortrag, zum Beispiel bei der Kundgebung in Pforzheim, da hat die Kirche extra die ganze Zeit die Glocken geläutet. Und die Leute kamen mit Trillerpfeifen. Warum? Habt ihr Angst vor unseren Worten? Okay, dann sagt uns doch, was an unseren Worten verkehrt ist. Nein, sie wissen, das ist die Wahrheit. Hier genau dasselbe wieder, genau dieselbe Herangehensweise. Und man sieht, dass die Quraysh, die Mushrikun der Quraysh, von vornherein einen Plan hatten, dass sie ausgerechnet Amr ibn As ausgewählt haben.
Warum? Weil Amr ibn As den Najashi kannte, weil Amr ibn As sozusagen ein Genie gewesen ist. Er war auch später, als er Muslim geworden ist, radiallahu anhu, derjenige, der sozusagen die Führungsperson in Ägypten gewesen ist, bei der Oberen Ägyptens. Durch ihn ist sozusagen der Islam nach Ägypten gekommen, später. Er hat zusammen mit Khalid al-Walid den Islam angenommen, Amr ibn As. Genau am selben Tag, genau zusammen sind sie angekommen. Sie sind beide aus unterschiedlichen Richtungen gekommen und haben sich dann beim Propheten a.s.w. getroffen. Das war übrigens, als Amr ibn As den Najashi nochmal besucht hat und wollte, dass einer von den Muslimen ausgeliefert wird, damit er den töten kann, den Muslim. Daraufhin hat der Najashi mit der Faust mitten ins Gesicht reingeschlagen, das Blut lief Amr ibn As runter. Ja? Und er sagte zu ihm, du willst, dass ich jemanden ausliefere von den Leuten des Propheten, des letzten Gesandten, sinngemäß. Und daraufhin kam er zum Nachdenken und dann hat er gemerkt, dass der Najashi, weil der Najashi ist später auch Muslim geworden, ja, auch den Islam angenommen hat, dann hat er sich entschlossen, den Islam anzunehmen. Und dann ist er direkt von Habascha, ja, wohin? Nach Medina. Und Khalid al-Walid kam aufs Mekka. Und da haben sie sich unterwegs getroffen. Ach, du willst auch Islam annehmen? Dann sind die beide zusammen, ja, und noch eine andere Person, sind die beide zusammen beim Propheten angekommen. Auf jeden Fall. So, dann hat Amr ibn As vor dem Najashi gesprochen. Und ich will euch das mal vorlesen von einem Scheich, durch den ich die Sira lerne. Der hat gesagt, dass diese Rede, und Amr ibn As ist wirklich ein sehr intelligenter Mensch. Ja? Und ein Scheich, der meinte, ja, dass das so eine intelligente Rede ist, die er hier hält. Ich finde die Rede überhaupt nicht intelligent, die er hält. Und überhaupt diese ganze Geschichte hier in Abessinien, ich habe eine sehr, sehr andere Interpretation, wie die meisten Muslime und Schuyuch, die darüber reden. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Ja? Weil viele, die über die Sira reden, sie glauben etwas und versuchen etwas hinein, das rein zu interpretieren, was sie glauben. Ja? Und das ist eine Grundregel, ich möchte nicht sagen, dass sie irre gegangen sind oder so, aber das ist eine Grundregel, die wir immer, 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 immer behalten müssen, ist Ahlus Sunnah yastadilun thumma ya'taqidun. Ahlus Sunnah suchen erst die Beweise und dann glauben sie. Und Ahlul Hawa ya'taqidun thumma yastadilun. Und Ahlul Hawa, die glauben erst und dann suchen sie nach den Beweisen. Das heißt, die picken sich das raus, was sie wollen. Die wollen das sehen, was sie sowieso schon glauben. So. Die meisten versuchen, diese Geschichte immer zu erzählen, was dort beim Najashi passiert ist. Och ja, er hat die Gemeinsamkeiten betont, er wollte dort nicht auffallen, er wollte nicht keine Probleme bekommen und so weiter und so fort. Ihr werdet gleich meine Interpretation dazu sehen. Auf jeden Fall, Amr ibn As sagte zu dem, Ayyul Malik, innahu qaddaha ila baladik ghilmanun sufaha. Zu deinem Land sind Leute gekommen, ausgewandert, also von ihnen, von Mekka, Jünglinge, dumme Jünglinge, schwachsinnige Jünglinge, Sufaha, törichte Jünglinge, sind zu dir ausgewandert. Erstmal diese Aussage, und dann sagt er, Farakudine kaumhim, walam yadkhulu fi dinik. Die haben die Religion ihrer Vorväter verlassen, sind aber nicht in deine Religion eingetreten. Waja'u bi dinin jadidin ibtada'uha. Und sind mit einer neuen Religion gekommen, die sie selber erfunden haben. La narifu nahnu wa la ant. Die kennen wir nicht und du kennst sie nicht. Und dann, was will er dann von ihm? Dann sagt er zu ihm, dann sagt er zu ihm, wa kat ba'athana ilayka ashrafu qawmihim min abahim wa amami wa ashairihim litarudduhum ilayhim fahum a'la bihim aynan wa a'lam bima a'abu alayhim wa atabuhum. Das heißt also, und die Geehrten aus ihrem Volk, die Vorväter und so weiter, die Vorväter und ihre Onkel,
Die haben also eine Delegation von ihrem Volk hierhin geschickt, damit du sie zurückschickst. Das heißt, er soll, der Najashi soll die vertreiben. So, was ist jetzt seine Begründung dafür? Und ich finde die Begründung sowas von schwach. Ja, die Begründung ist, ja, weil sie sind a'la bihim einen, wa a'la bima a'abu alayhim, wa a'tabuhum. Ja, a'tabuhum, ja. Also die sind, die wissen besser, also die Großen des Volkes, die wissen besser, was an ihnen tadelnswert ist, die kennen die besser. Was spiegelt das wider, diese Argumentation? Das ist eigentlich gar kein Argument. Das ist eigentlich, merkt ihr, das ist eigentlich gar kein Argument. Was zeigt das? Das zeigt, er ist extrem hochmütig, extrem selbstsicher, weil er den Najashi so gut kennt. Deswegen kommt er gar nicht mit einem wirklichen Argument. Und das zeigt wieder etwas. Habt ihr schon mal gemerkt, dass es nie ein richtiges Argument gegen die Muslime gibt, die den Islam richtig vertreten? Es ist immer nur irgendein dummes Gequatsche. Oder irgendwelche Lügen. Und die Frage, die ich mir hier stelle, ist, glaubt Amr ibn As das, was er erzählt, hier selber? Oder ist er einfach nur hochmütig und geblendet? Weil es ist auch falsch, was er sagt, Rilman und Sufaha. Rilman und Sufaha heißt törische, dumme Jünglinge, weil die Leute, die ausgewandert sind, sind keine törischen, dummen Jünglinge, sondern sind teilweise Leute aus den geehrtesten Familien. Auf jeden Fall, was passiert jetzt? Was ist passiert? Die Batariker sagen jetzt, ja, ja, er hat recht. Er hat recht. Schick sie mit. Schick sie mit. Schick sie mit. Der hat recht. Diese Berater des Najashi. Das ist wieder so eine Situation wie heute. Du siehst, wie Leute werden bestochen und machen sofort mit. Für die Dunya verkaufen sie ihre Prinzipien. Und das sehen wir leider auch bei Muslimen heute. Ja? Guck mal. Uns beispielsweise hat keiner mehr geschadet in der Dawa als die Muslime selber. Beispielsweise, die wollen Ruhe haben, die wollen Freunde haben, die wollen lieb gehabt werden, die wollen bei der Islamkonferenz weiter mitmachen. So. Und dann kommt zum Beispiel, wie damals die Fitna in Mönchengladbach, guck mal, wenn die anderen Moscheen gesagt hätten, hey, was erzählt ihr über die? Die sind Terroristen, die rekrutieren, die machen dieses, jenes. Das stimmt doch gar nicht, da gibt es keine Beweise für. Hätten die deutschen Medien das gar nicht so glauben können, dann wäre unsere Worte, das, was wir gesagt hätten, wäre beachtet worden. Aber stell dir jetzt mal vor, du musst dich jetzt in die Lage versetzen von einem, der beim Verfassungsschutz arbeitet. Oder von einem von den Medien. Oder von einem von der Bürgerinitiative, wie beispielsweise in Mönchengladbach, wo die Moschee zugemacht wurde. Du hörst, da ist jemand, das sind Leute, die sehen so aus wie die Terroristen aus Afghanistan, die Taliban und so weiter, ja. Und jetzt auf einmal wird von der Zeitung behauptet, die sind Terroristen. Und die sagen aber, das stimmt gar nicht, was ihr erzählt. Und jetzt gehen die zu den Moscheen und fragen die, und sagen die von der Moschee, ach, glaubt denen nicht, die tun nur vorne rum so einen auf heilig und so weiter, einen auf friedlich, die sind gar nicht so, das sind Terroristen. So, was wird der denken? Ah, okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Dann sind wir doch auf der richtigen Fährte. Dann sind wir doch auf der richtigen Fährte. Das heißt, die Moscheen, ja, und das ist eigentlich sowieso der Witz. Du hörst dann Leute von Moscheeverbänden, die erzählen dann, Pierre Vogel und Co. ist ein V-Mann. Der arbeitet für den deutschen Staat. Erzählen so viele DTIP-Imame, Miligürisch-Imame und so weiter. Ist mir zumindest schon sehr häufig von Leuten von diesen Verbänden zu Ohren gekommen. Ich habe es nicht persönlich gehört. Aber Jugendliche haben mir das gesagt. Gestern habe ich noch einen hier getroffen. So. Dann sagen wir, Moment mal. Ihr arbeitet offiziell mit dem deutschen Staat zusammen, seid ihr im Umarmen, seid bei der Islamkonferenz, sagt, die sind unsere Freunde und bla bla bla. Ihr glaubt aber eigentlich in Wirklichkeit, dass diese angeblichen Freunde
V-Leute einsetzen, um den Islam zu schaden. Das heißt, ihr seid Heuchler. Das heißt, ihr seid Lügner. Ihr lacht dem deutschen Staat ins Gesicht, denkt aber hintenrum, dass der deutsche Staat euch schaden will. Dann lacht ihm doch nicht ins Gesicht. Das ist Heuchelei. Ja, nochmal. Ihr sitzt zusammen mit bei der Islamkonferenz mit den deutschen Politikern, mit dem deutschen Staat in Anführungsstrichen und sagt, ihr seid unsere Freunde, wir arbeiten zusammen und wir sind dieses und jenes und bla 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 bla. Ja? Glaubt aber zur selben Zeit, dass dieser Freund V-Leute einsetzt, um den Islam zu schaden, dann ist dieser angebliche Freund ja gar nicht euer Freund. Das heißt, ihr lacht ihm ins Gesicht, ja, dem deutschen Staat, und denkt euch im Hinterkopf was ganz anderes. Das heißt, ihr seid Heuchler. So. Und dann ist man gegen unserem Arbeiten. Und wenn wir dann was dagegen sagen, dann hetzt man gegen uns. Aber was ist das? Das ist wieder genau dasselbe. Dunja. Dunja. Ja. Dunja. Hier. Genau wie diese Leute, die ihre Prinzipien verkaufen für die Geschenke von Amr ibn As. So. Jetzt, bevor ich weitergehe, denn Najashi sagte, ich werde die nicht wegschicken, bis ich ihre Geschichte auch gehört habe. Was lernen wir daraus? Denn Najashi war jetzt noch kein Muslim. Aber er folgt hier einem islamischen Prinzip, das man auch im Christentum findet. Dass man, bevor man jemanden verurteilt, seine Version anhört. Dass man, bevor man jemanden verurteilt, seine Version anhört. Und nicht nur jemand hat mir etwas über jemanden gesagt. Und glaubt es mir, liebe Geschwister, es ist so häufig habe ich es schon selber persönlich erlebt, dass uns eine Geschichte erzählt wird, zum Beispiel von einer Frau über ihren Mann. Wenn du dann den Mann fragst, ist die Geschichte plötzlich völlig anders. Und deswegen, das ist eine Sache, die wir hier vom Najashi reden können, weil der Prophet hat ihn gelobt. Dass er gerecht ist. Das ist eine Lehre, die wir jetzt hier mit aus der Sira nehmen. Sei gerecht. So, jetzt kommt erstmal die erste Frage, die man sich stellen muss. Warum haben die Quraysh überhaupt eine Delegation nach Abessinien geschickt, um die Muslime zurückzuholen? Welchen Sinn soll das ergeben? Die müssen doch eigentlich froh sein, dass die weg sind. Liebe Geschwister, glaubt es mir, aus dieser Mentalität können wir viel für unsere Zukunft lernen. Ich sage immer wieder, die Sira ist die Apotheke der islamischen Bewegung. Du findest für jede Situation ein Heilmittel. Du musst nur die richtige Medizin auf die richtige Situation anwenden. Was zeigt das? Warum wollen sie, erstens, wirtschaftliche Gründe. Die Mekkaner hatten mit den Abessiniern wirtschaftliche Beziehungen. Und sie hatten Angst, dass durch die Muslime, die ausgewandert sind, diese wirtschaftlichen Beziehungen kaputt gemacht werden. Ja. Zweitens, sie hatten Angst, dass die Mekkaner es schaffen, den Najashi zu überzeugen. Und dass die dann eine Macht hinter sich haben, die eine Großmacht praktisch ist, hinter den Persern und Römern die stärkste Macht. Drittens, sie hatten Angst, dass die Muslime stärker zurückkommen. Das heißt, alles etwas mit Angst zu tun. Woher kommt diese Angst? Diese Angst kommt vom Scheitan. Und das ist dasselbe, was wir heute immer noch haben. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn der Islam anfängt, sich zu verbreiten, wenn die islamische Bewegung beginnt, beginnt der Scheitan an zu arbeiten und den Gegnern des Islams Ängste einzuflüstern. Das wird passieren. Und das wird dazu führen, erstens, dass sie Geld ausgeben, wie hier. Sie geben Geld aus für die Geschenke, um zu bestechen. Sie versuchen gegenseitig die Leute auszuspielen. Das ist Bekämpfung mit Geld und Bekämpfung mit dem Mund. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran drüber, in Sure 8, Vers 36. Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Wahrlich diejenigen, die den Glauben verweigern, werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten.
Das wird passieren. Das wird passieren. Und das sehen wir überall auf der Welt. Heutzutage sehen wir das in Deutschland. Der Masterplan der Islamzerstörung ist beispielsweise die Universität in Münster. Die ist dazu da, um 900.000 muslimische Kinder einen Islam beizubringen, wo Islam draufsteht, wo aber Kuffer drin ist. Weiter vom Islam entfernt als das Juden- und Christentum. Ja, nämlich die chorschidische Religionstheorie. Das ist der Masterplan. Der Masterplan der Islamzerstörung. Und dann wird auf die Muslime Druck ausgeübt und keiner macht den Mund auf und Verbände können das stoppen, wie zum Beispiel die TTIP Millegörisch, können da ein Veto einlegen, so wie es auch in Österreich passiert. Es wird aber nicht gemacht, weil man könnte ja Probleme kriegen. Aber das größte Problem ist, wenn so ein Schwachsinn in den Schulen beigebracht wird. Wenn solche Lehrer ausgebildet werden, das ist der Masterplan. Und das sind nicht meine Worte, das ist sogar sind die Worte von denen, die mit für dieses sogenannte Islam, Anti-Islam-Studium verantwortlich sind. Wie so ein Herr Scheilan, ja, aus Norddeutschland, aus Osnabrück, wenn ich mich nicht irre. Ja? So. Das heißt, das Geld wird ausgegeben. Das zweite, mit Mündern auslöschen. Allah sagt im Koran, Sure 61, Vers 8, Yuriduna liyutfir nur Allahi biafwaim. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern erlöschen, mit ihren Worten. Es kann auch geschrieben sein, muss nicht unbedingt der Mund sein. So. Das ist jetzt die Situation hier, wie wir die Situation damals sehen. Es versuchen, Gegner des Islams, die Dauer zu stoppen, den Muslimen zu schaden, mit Geldern, die sie verteilen, mit Leuten, die sie bestechen, mit Worten, Rilman und Sufaha, das sind dumme Jungs sozusagen. Und wie reagieren die Muslime jetzt darauf? So. Jetzt müssen wir schauen, wie reagieren heute die Muslime in Deutschland? Wir haben damals eine Kundgebung gemacht, um klarzustellen, was dort falsch ist an dieser Akida. Wir haben Vorträge dagegen gemacht, gegen diese Irrelehre, mehrere. Wo waren die Muslime gewesen? Was hätte das für eine Wirkung hinterlassen, wenn an dem Tag in Münster 10.000 Muslime aus ganz Deutschland gekommen wären, hätten die ganze Stadt wäre zu gewesen. Da hätte man gesehen, ey, hör mal, hier haben wir doch keine Chance. Was wäre gewesen, wenn alle Verbände zusammengehalten hätten? Nee, stattdessen immer schön leise sein, wir wollen ja keine Probleme kriegen. Jetzt haben sie selber die Probleme. Jetzt sind sie selber auf der roten Liste. Jeden Tag heißt es jetzt Erdogan, 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 die Türken, die Türken, die Türken, die Türken, die Türken. Aber was war letztes Jahr? Was war vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren hieß es nur die Salafisten. Haben wir ja nichts mit zu tun. Haben wir ja nichts mit zu tun, sind ja nur die. Aber jetzt bist du selber dran. Jetzt sind auf einmal bei dir, ist auf einmal bei dir eine Razzia. Du bist letztes Jahr nicht aufgestanden, vorletztes Jahr nicht aufgestanden, du hast noch nicht mal mit deinem Mund was verteidigt. Ja? Und jetzt bist du selber dran. Jetzt sind auf einmal bei dir Razzien. Jetzt wird auf einmal über dich, wenn auf einmal über dich Lügen erzählt. Ja? Ja, das sind Spionage, das sind Spione, das sind dieses, das sind jenes und die wollen dieses und die wollen jenes und die Menschenrechte werden bei denen unterdrückt und so weiter. Jetzt wird auf einmal über dich das erzählt. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir helfen? Was sollen wir machen? Wir sagen die Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit, so wie sie ist. Alhamdulillah. Und da sind wir nicht für zu tadeln. Aber das nur, weil ich möchte das, was in der Sira passiert, mit realen Beispielen auf die Realität anwenden. So jetzt, wie haben die Muslime reagiert? Und stellt euch selber die Frage, wie heutzutage Muslime reagieren, sobald es Druck gibt. Sobald jemand vor der Moschee steht, Ordnungsamt, Verfassungsschutz, Polizei, wie reagieren sie? Wozu stehen sie? Stehen sie zu ihrer Botschaft? Verbreiten sie ihre Botschaft? Was machen sie? Diese Leute sind in großer Gefahr jetzt. Amr ibn As und Abdullah ibn Abi Rabia stehen vor der Tür.
Und es kann sein, dass Leute, die dabei sind, getötet werden. Es kann sein, dass Leute, die dabei sind, die vorher gefoltert wurden, gefoltert werden. Die sind in größerer Gefahr als heute irgendjemand, wo die Polizei vor der Tür steht. Die sind in richtig großer Gefahr. Weil hier gibt es Willkür. Okay? In diesem Land, bei den Quraysh, gibt es Willkür, absolute Willkür. Sumayya wird auf der Straße mit einem Speer in den Unterleib gestochen und keiner kann was dagegen machen. Das ist eine viel heftigere Situation als bei uns in Deutschland. So, jetzt schauen wir, wie Ja'far ibn Abi Talib reagiert. Erstmal, die Muslime werden gerufen. Erste Sache ist, der Najashi kommt rein. Alle verneigen sich bzw. werfen sich vor ihm nieder, außer wer? Muslime. Das gibt es in einigen Überlieferungen, wird das gesagt. Warum werft ihr euch nicht nieder? Wir werfen uns nur vor Allah nieder. Punkt Nummer 1. Wir werfen uns nur vor Allah nieder. Okay. Was ist das Erste? Stehen voll hinter ihrer Sache. Voll Mut. Volles Vertrauen auf Allah. Und was haben sie vorher gesagt? Hier. Sie haben vorher Beratungen gemacht. Was sollen wir sagen beim Najashi? Was haben sie gesagt? Wir sagen das, was Allah gesagt hat und das, was der Prophet gesagt hat. Egal was passiert. Egal was passiert. Was zeigt das uns? Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Egal was passiert, du musst hinter deiner Religion stehen. Zu 100.000%. Egal was passiert. Keinen Fidelika, mehr hohe kein. Egal was passiert. So, was passiert? Er sagt, Eyul Malik, Eyul Malik. Also erstmal sagt der Najashi zu ihm, macht diesen Vorwurf. Was ist das für eine Religion, mit der ihr gekommen seid? Dann sagt er, O König, Kunna kaumen Ahl Jahiliyyah. Wir waren ein Volk der Jahiliyyah. Und ich habe diese ganze Rede richtig analysiert. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Rede so analysiert hat, ja, weil ich mich damit richtig beschäftigt habe und richtig versucht habe, darüber nachzudenken. Ja. Auf jeden Fall. Wir waren ein Volk der Jahiliyyah. Das heißt, ein Volk der Unwissenheit. Jahl, Unwissenheit. Warum? Jetzt beschreibt er die Unwissenheit. Das ist jetzt der erste Teil der Rede. Ja. Erstens. Erste Sache, Na'budul Awthan. Wir haben Götzen angebeten. Awthan sind nicht nur Götzen, sind auch Gräber etc. mit gemeint. Ist auch ein Wathan. Ein Grab ist ein Wathan. Ja? So, jetzt. Zu wem sagt er das? Das sagt er zum Najashi. Das sagte zum Najashi, die ganz genau wissen, dass sie in ihrer Kirche Heiligenverehrung haben. وَنَأْكُلْ مَيْتَ und essen Totes. Wer ist Totes? Wer hat gesagt, es gibt keine Speiseverbote mehr? Paulus. In der Kirche vom Najashi ist es nicht. Deswegen, die Leute versuchen immer hier so interpretieren, bloß nicht bei der Dawa anecken. Die ersten zwei Sachen, die der nennt, sind schon Sachen, die anecken. Versteht ihr? Und er sagt vorher schon, uns ist egal, ob wir anecken, wir sagen das, was gekommen ist, egal was passiert. Die ersten zwei Sachen, die der erwähnt ist, wir dienen keine Götzen, damit sind auch Gräber etc. gemeint, und wir essen kein Totes, und wir haben vorher Totes gegessen, das heißt also, jetzt essen wir es nicht mehr. Wanatil Fawahish und sind Unzucht nahe gekommen, Unschändlichkeiten, damit ist Unzucht etc. mit gemeint. Wanatil Fawahish, Wanaktul Ahraham und haben die Verwandtschaftsbande gebrochen. Wanusiul Jiwar und haben die Nachbarschaftsbande also verschlechtert oder schlecht gehabt. Wayakul Minar Kawiyu Da'if und der Starke von uns hat den Schwachen gegessen. Das heißt, die Starken haben die Schwachen ungerecht behandelt. So, erstmal hier erwähnt er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. 6 Sachen. So, erstmal
ist hier ein Seitenhieb drin, was ich gerade schon gesagt habe. Zweitens, er nennt Gemeinsamkeiten zu den 10 Geboten. Das heißt, du nennst Gemeinsamkeiten in der Religion, du nennst aber auch Unterschiede. Es gibt heutzutage einige Leute, die sagen, ja, bei der Religion, wenn du Dawa machst, erwähne nur die Gemeinsamkeiten. Hier, macht er das? Der erwähnt nicht nur die Gemeinsamkeiten. Zwei Sachen, die ersten zwei Sachen sind keine Gemeinsamkeiten. Und der ruft sofort zum Tawhid. Indirekt. Weil er sagt, wir haben vorher die Götzen angebetet. Das heißt, der kommt sofort mit dem Sinn. Es gibt Leute, die sagen heute, ja, wir rufen nur zum Islam mit dem Akhlaq. Hat der Prophet Mu'adh ibn Jabal in Jemen geschickt und hat gesagt, ja, leb einfach da und benimm dich gut? Nein, er hat gesagt, komm zu einem Volk, sag zu ihnen dieses und jenes. Weil sonst sagen die, du bist aber ein netter Kerl, kann ich auch deinen Tee trinken? So, dann weiter im Text, zweite Stufe. Ja, dann sagt er, verkunde ala dhalika. Wir waren so, also in dieser Situation mit diesen schlechten Eigenschaften, verkunde ala dhalika. Hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Bis Allah zu uns einen Gesandten von uns zu uns geschickt hat. Warum sagt er von uns zu uns? Das heißt, wir kennen ihn 100%. Wir kennen seinen Nasab, jetzt erklärt er das. Wir kennen seine Abstammung sogar. Wasidkahu, seine Wahrhaftigkeit. Und wir kennen seine Amana, seine Vertrauenswürdigkeit. Wa'afafa und seine Keuschheit. Das heißt, wir haben Gründe, warum wir ihm glauben. Weil wir kennen ihn. Das heißt, der macht Dauer mit dem. Der macht Dauer mit dem Najashi. Der versucht, ein Argument mit reinzubringen. Das unterstreicht die Glaubwürdigkeit des Propheten. Wer kann so einem Menschen nicht glauben, der so ist? So, und dann, fada'ana ila Allahi. Und so hat er uns gerufen zu Allah, linuwahidahu, wa na'budahu, wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awthan. Und er hat uns aufgerufen, Allah Tauhid ihm gegenüber zu machen und ihn anzubeten und das zu unterlassen, was wir und unsere Vorväter vorher von Steinen und Authan, wieder Götzen, womit auch Gräber etc. mit gemeinsam können, anzubeten. Das heißt, er geht sofort weiter mit Tauhid. Hier wird dreimal Tauhid genannt. Nuwahidahu wa na'budahu wa nakhla ma kunna na'budu nahnu. Nächste Sache. وأبرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة رحمي وصلة رحمي ونهانا عن قول الزور وأكل المال اليتيم وقذف المحصنات. Ja? Das heißt, er erwähnt hier gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften, die Achlag-Sachen, die der Islam lehrt. Die guten Eigenschaften, die der Islam lehrt. Dann geht's weiter. وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكُ بِشَيْءٍ. Und er hat uns befohlen, Allah alleine anzubeten und niemanden beizugesellen. Wieder Tauhid. Wieder Tauhid. Das ist jetzt hier der Kern der Botschaft, schon das fünfte Mal in einer Rede erwähnt. Fünfte Mal Tauhid erwähnt. Leute sagen, erwähne kein Tauhid, wenn du mit den Leuten redest. Was hat Jafar gemacht? Dann weiter im Text. وَأَمَرَنَا بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَالسِّيَامِ. Und er hat uns befohlen, was hat er uns befohlen? Gebet, Zakat und Saum. Jetzt die Frage. Das ist jetzt eine wichtige Sache auch für Leute, die in Saudi-Arabien studieren. Weil ein Standardwerk ist das Werk von Muhammad Abdul Wahhab, Usul Thalath. Und viele verstehen, wenn sie das Buch lesen, dass er 10 Jahre nur zum Tauhid gerufen hat und dass das Gebet nach dem 10. Jahr offenbart wurde bei Isra wal Miraj. ثُمَّ أُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ وَفْتُرِدَ عَلَيْهِ السَّلَوَاتُ الْخَمْسِ وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سِنِينَ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى مَدِينَةِ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقَائِ Shara'i al-Islam. So steht es in Usul Thalath drin. Ja, das heißt, er hat 10 Jahre zum Tauhid gerufen, dann ist ihm das Gebet befohlen worden, hat er 3 Jahre in Mekka gebetet und dann ist er befohlen worden, nach Medina auszuwandern und in Medina kamen die anderen Shara'i. Hier muss man eine Sache verstehen. Zakat, Saum und Gebet gab es schon vor dem 10. Jahr.
Manche denken, das gab es erst dann. Nein. Das Fasten im Ramadan wurde vorgeschrieben im zweiten Jahr nach Hijra. In welchem Monat? Im Monat Sha'ban. Ein Monat vor Ramadan wurde Zakat und Saum vorgeschrieben. Ein Monat vor Ramadan. Der Sha'ban ist der Monat vor Ramadan. Okay? Der achte Mondmonat. Aber es gab vorher schon Gebet in Mekka. Aber nicht das fünfmalige Gebet am Tag. Ja? Das fünfmalige Gebet am Tag wurde bei Isra wal Miraj offenbart. Und Isra wal Miraj war erst nach dem 10. Jahr. Aber selbst diesbezüglich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Es gibt Gelehrte, die sagen, Isra wal Miraj war schon davor gewesen. Weil das oft schwer ist, in der Sira zu rekonstruieren, wann es ein bestimmtes Ereignis gab. Aber die korrekteste Meinung ist, Isra wal Miraj war nach dem Tod von Khadija radiallahu anha. Und Khadija ist im 10. Jahr nach Hijra gestorben. Deswegen ist das Amul Huzn, okay? So. Aber warum erwähne ich das? Weil hiermit hängt eine falsche Akida zusammen. Es gibt Leute, die versuchen in der Dawa uns praktisch so wahrzumachen. Ja, wir dürfen nicht hierzu oder je hierzu aufrufen. Wir müssen den Leuten erstmal Tauhid beibringen. Und dann kommen sie mit dem Argument, der Prophet hat ja in Mekka 10 Jahre zum Tauhid aufgerufen. Erstmal, der Prophet hat nicht 10 Jahre zum Tauhid aufgerufen. Der Prophet hat 23 Jahre zum Tauhid aufgerufen. Aber währenddessen gab es bestimmte Regeln. Es ist nicht irgendjemand in Medina Muslim geworden und dann wurde ihm erstmal 10 Jahre Tauhid erklärt. Sondern alle Pflichten, die es gab, wurden sofort für ihn Pflicht. Alle. Aber dass es 10 Jahre gedauert hat, bis das Pflichtgebet mit 5 Gebeten am Tag offenbart wird, zeigt uns, wie wichtig der Tauhid ist. Es zeigt uns nicht, dass wir uns auf Tauhid beschränken müssen und das mangelnde Lernen von Tauhid als Ausrede nehmen, nichts anderes für die Religion zu tun. Versteht ihr das? Das ist Volksverdummung. Man versucht, das mangelnde Wissen von Tauhid als Ausrede zu nehmen, die Umma in anderen Aktionen, in anderen Taten nach vorne zu bringen. Das ist Quatsch mit Soße. Versteht ihr, das ist vom Scheitan. Ja, du erzählst dann irgendwas von, ja, wir müssen dieses und jenes machen. Ja, Bruder, in der islamischen Welt, es gibt so viel Bidda, es gibt so viel dies, wir können gar nichts schaffen, wir können gar nichts machen, wenn es das gibt. Ach, das gab es immer. Bruder, das Osmanische Reich war eines der größten Reiche der Welt. Und da gab es auch Fehler. Zu dieser Zeit gab es auch Muslime, die Bidda gemacht haben. Muslime, die Bidda machen, schwächen den Islam, aber machen den Durchbruch des Islam, den Sieg des Islam nicht unmöglich. Es gibt Leute, die das als einen Hinderungsgrund machen, dass der Islam nach vorne kommen kann, so wie die Najas ein Hinderungsgrund ist zu beten. Das ist Quatsch. Die Bidda in der Umma ist ein Grund zur Schwächung, nicht ein Grund, der dich von vornherein ein Hinderungsgrund ist, dass du den Durchbruch oder den Fortschritt schaffst. So nach dem Motto, jetzt muss ich erstmal die Bidda bekämpfen, ansonsten kann ich nie etwas erreichen. Das ist Quatsch mit Soße. Okay, dann weiter. Jetzt sagt er, und übrigens, wer erzählt diesen Hadith? Hier kommt eine wichtige Sache. Dieser Hadith wird von Salama erzählt. Das ist eine Frau. Eine Frau kriegt das mit. Und hier gibt es auch eine Lehre. Die Sahaba und die Sahabiyat, die Frauen und die Männer, haben nicht auf einem anderen Planeten gelebt, so wie man das heute gerne haben will in einigen Familien. Die waren mit Teil der Gesellschaft, die mit für die Religion gearbeitet haben. Okay? Das ist ein wichtiger Punkt, das sieht man hier daran. Das sieht man daran, dass Frauen mit rausgegangen sind zur Schlacht. Das sieht man daran, dass Frauen unterrichtet haben. Ja? Weil heute wird das oft in einem übertriebenen Maße so dargestellt, als wenn Frauen und Männer auf einem anderen Planeten leben. Wir haben wieder hier zwei Extreme. Wir haben einmal Leute, die tun so, als wenn Frauen und Männer auf einem anderen Planeten leben.
Und wir haben ein anderes Mal Leute, die miteinander lachen, scherzen, rumsitzen und sich über belangloses Zeug. Nein, man hat eine distanzierte Beziehung, formale Beziehung. Es gibt viele Geschichten, wo ein Sahaba mit einer Sahabia gesprochen hat, mit einer Frau von einem anderen Sahaba. Aber nicht, wie geht's, auf diese Art und Weise, sondern auf eine formale, ernste, vernünftige Art und Weise. Ohne in Khalwa zu sein, alleine mit ihr zu sein. Okay. فَأَبَعَدْنَا اللَّهُ وَحْدَهُ. So, dann sagt er jetzt, فَصَدَقْنَاهُ وَآمَنَّ بِهِ وَتَبَعْنَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ. Dann haben wir ihn geglaubt, ihn das für wahr gehalten und ihn geglaubt und sind ihm gefolgt mit dem, womit er von der Religion Allahs gekommen ist. So. Was hören wir hier in den Worten raus? Hört ihr etwas in den Worten raus? Man hört hier in den Worten diese Begeisterung raus, die er hat. Dass er es immer wieder wiederholt. Er ist auch ein richtiger Rhetoriker. Er nimmt ähnliche Worte und wiederholt das damit. Dadurch hat das eine stärkere Wirkung. فَصَدَقْنَاهُ وَآمَنَّ بِهِ وَاتَّبَعْنَا لَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ. So haben wir es verwagelt und an ihn geglaubt. Das ist genauso wie wenn jemand sagt, ja, die Deutschen haben im Ersten Weltkrieg so und so viel, 25 Millionen Russen getötet. Keine Wirkung. Aber hier, die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg bei ihrem Barbarossa-Feldzug in Russland 25 Millionen Russen vernichtet, getötet, massakriert und abgeschlachtet. Verstehst du? Ich habe genau dieselbe Aussage gemacht, aber die Wirkung kommt ganz anders rüber. Und da siehst du hier, dass er auch weiß, wie er redet. Und dass er begeistert ist von seiner Sache. Das sieht man immer wieder, wie er die Sachen aufzählt. Immer wieder alle Sachen aufzählt. Und er zählt praktisch die Säulen des Islams auf. Shahada, Glaube an Allah, Gebet, Zakat, Fasten, außer die Hajj erwähnt er nicht. So, dann weiter. Und dann jetzt. Was erwähnt er jetzt? So, was erwähnt er jetzt, wie sie ihm gefolgt sind? فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. Erwähnt er wieder Tauhid. So haben wir Allah alleine gedient und haben wir niemandem beigesellt. Ja? وَحَرَّمْنَا مَحَرَّمَ عَلَيْنَا مَحَرَّمَ عَلَيْنَا. Wir haben das für verboten gesehen, was er uns verboten war. وَأَحْلَلْنَا مَا أَحْلَّ لَنَا. Und haben das für erlaubt erklärt, was er uns erlaubt hat. Was steckt hier mit drin? Hier ist wieder ein Seitenhieb. Hier ist wieder Tauhid von. Das ist, gehört zum Tauhid ur-Rububiyyah. Dass man anerkennt, dass Allah derjenige ist, der das Recht hat, Regeln zu erlassen. Der das Recht hat, Halal und Haram zu erklären. Und das ist ein Angriff. Das ist ein Seitenhieb. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, اتخذوا أحبارهم وروحبانهم أربابا من دون الله. Sie haben sich ihre Mönche und Schriftgelehrte, Pharisäer, zu Göttern neben Allah genommen. Adi ibn Hatim, der Christ vorgewesen ist, der sagte, wir haben die nicht angebetet. Dann sagt er, haben die nicht das, was halal ist, haram erklärt und das, was haram ist, halal erklärt? Dann sagt er, ja. Sagt er, seht ihr, das ist eure Ibadah ihnen gegenüber. Guck mal, er nennt das hier nicht Ibadah, sondern er erklärt die Sache sofort. Das heißt, das ist wieder so viel Mut in der Rede, dass er das erwähnt, das ist der Wahnsinn. Guck mal, es geht hier um die Situation, das ist ja eine schwierige Situation. Ja? Dann geht's weiter. Ja? Dann geht's weiter. So, was, und dann geht's weiter. Fa'ada, was ist dann passiert? Fa'ada alayna kaumuna, wa zalamuna, wa kaharuna, wa halu bainana wa baina dinina. Das heißt, so hat unser Volk, sind die uns gegenüber feindselig geworden, haben uns Unrecht angetan, ja, und haben uns Unrecht angetan. Wa fatanuna an dinina, فعاد علينا قومنا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله. So hat unser Volk
sind die, also sind die uns feindlich begegnet, um uns von unserer Religion abzubringen und zurückzubringen vom Glauben, vom Anbeten Allahs zum Anbeten der Götzen. Und dann sagt er weiter. Ja. فَلَمَّا كَهَرُونَ وَظَلَمُونَ وَدَيَّكُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا. Das heißt, und als sie uns dann über Gewalt angetan hatten und Unrecht angetan hatten und uns eingeengt haben und zwischen uns und unsere Religion gestellt haben, خَرَشْنَا إِلَى بِلَادِكَ, dann sind wir in dein Land ausgekommen, sind wir rausgekommen in dein Land. Und وَاَخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ, und haben dich ausgewählt über alle anderen. Das heißt, sie geben ihm hier schon eine Stellung. Die spucken ihm nicht ins Gesicht, die sind freundlich zu ihm. Die geben ihm eine Stellung, die er verdient hat, weil der Prophet a.s. auch gesagt hat, dass er ein gerechter Herrscher ist. وَاَخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ, und wir wünschen deinen Schutz, in deiner Nachbarschaft, in deinem Schutz zu leben. Ja? وَرَجَوْنَا أَنْ لَنُذْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّ الْمَلِكَ, und haben uns gewünscht, dass wir bei dir, o du Malik, nicht Unrecht erleiden. Okay? Dass wir bei dir kein Unrecht erleiden. So. Dann sagt der König, okay, lies uns was vor, von dem, womit euer Prophet gekommen ist. Was denkt ihr, welche Sura er wählt? Er wählt Suratul Maryam. Und das wählen, und das nennen wieder Leute, nehmen das wieder als Beispiel, weil die wollen in der Dawa keine Unterschiede erklären. Die nehmen das als Argument, dass man immer schön die Gemeinsamkeiten erwähnt. Also, die wollen dann damit erklären, dass man immer nur Gemeinsamkeiten erklären soll. Wisst ihr warum? Weil sie zu viel Angst haben vor der Konfrontation. So. Schauen wir mal, ob Sutl Mariam, und ihr könnt alle selber entscheiden, ob ich recht habe oder ob die anderen recht haben. Die erzählen wollen, und der Sutl Mariam ist der Beweis, dass man nur Gemeinsamkeiten erwähnt. Schauen wir uns das mal an, die Geschichte. Sutl Mariam. Ja. Ich lese mal einfach die Übersetzung vor, damit das alles etwas schneller geht. Ja. Sutl Mariam ist die 19. Sura des Korans. Ja. Einen Moment. So, Sutl Mariam. Schauen wir uns das mal an. Es wird nicht genau erwähnt, was alles erwähnt wurde, aber es muss ja um das gehen, was sich um Jesus dreht. Zuerst wird die Geschichte erzählt von Zacharias. Da werden schon Unterschiede zur Bibel erwähnt. Nur mal so, nebenbei. So, dann geht es weiter. Dann wird über Yahya geredet. So, und jetzt kommen wir zum Buch Mariam, weil darum geht es hauptsächlich. Ab Vers 16. Und erwähne im Buch Maria, als sie sich von ihrer Familie nach einem östlichen Ort zurückzog. Steht so nicht in der Bibel. Kann man vielleicht so interpretieren. Und sich vor ihr abschirmte, da sandten wir unseren Engel Gabriel zu ihr und erschien ihr in der Gestalt eines vollkommenen Menschen. Und sie sagte, ich nehme meine Zuflucht vor dir zum Allerbarmer. Lass ab von mir, wenn du Gottesfurcht hast. Er sprach, ich bin der Bote deines Herrn, er hat mich zu dir geschickt, auf dass ich dir einen reinen Sohn beschere. Sie sagte, sie, wie soll mir ein Sohn beschert werden, wo mich doch kein Mann berührt hat und ich auch keine Hure bin. Er sprach, so ist es, dein Herr aber spricht, es ist mir ein leichtes. Also Allah sagt, es ist mir ein leichtes. Also der Engel sagt ihm, Allah sagt, es ist mir ein leichtes. Und wir machen ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu unserer Barmherzigkeit, und dies ist eine beschlossene Sache. Erstmal, diese Geschichte ist nirgendwo in der Bibel. Diese Geschichte ist nirgendwo in der Bibel. Das heißt, es ist ein Unterschied. In der Geschichte in der Bibel wird die Krippengeschichte erzählt. Dann geht es weiter. Und so empfing sie ihn und zog sich mit ihm an einen entlegenen Ort zurück. Wird so nicht in der Bibel entfernt. Und die Wehen der Geburt trieben sie zum Stamm einer Dattelpalme. Wird so nicht in der Bibel erwähnt. Sie sagte, oh, wäre ich doch zuvor gestorben, wäre ganz und gar vergessen. Wird so nicht in der Bibel erwähnt. Da rief er ihr von unten her zu, sei nicht traurig, dein Herr hat dir ein Bächlein fließen lassen. Wird nicht in der Bibel erwähnt. Und schüttelte den Stamm der Palme in deine Richtung, und sie wird frische, reife Datteln auf dich fallen lassen. Wird nicht in der Bibel erwähnt. So iss und trink und sei frohen Mutes. Wenn du einen Menschen siehst, dann sprich, ich habe den Allerbarmer zu fasten gelobt. Damit will ich heute mit keinem Menschen reden. Wird auch nicht in der Bibel erwähnt.
Dann brachte sie auf dem Arm zu den ihren. Sie sagten: O Maria, du hast etwas Unerhörtes getan. Wird nicht in der Bibel erwähnt. O Schwester Aarons. Warum Schwester Aarons? Warum Schwester Harun? Ja, weil sie beispielsweise einen Bruder hatte, der Harun hieß. Weil viele sagen, das ist hier ein Fehler, weil die Schwester von Harun und Musa ist auch Mariam. Ja. Oder bei den, das sagt der Prophet, antwortet sogar hier drauf, damit, dass damit nicht der Harun gemeint ist, der Bruder von Musa, sondern dass die Benu Israel ihre Kinder nach ihren rechtschaffenen Vorvätern genannt haben. Nur mal dazu, weil das ist so ein berühmter angeblicher Widerspruch im Koran. Da zeigte sie auf ihn, sie sagten: Wie sollen wir zu einem reden, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er, also Jesus, sagte, also das Kind fängt an zu sprechen: Ich bin ein Diener Allahs, ich bin ein Diener Allahs. Das Erste, was erwähnt wird, ist: Ich bin ein Diener Allahs. Und er redet in der Krippe. Dieses Wunder, dass Jesus in der Krippe redet, gibt es nicht in der Bibel. Und das Erste, was er erwähnt, ist: Ich bin ein Diener Allahs. Atani al-Kitabe wa ja'alani nabiyya. Er hat mir das Buch gegeben, hat mich zu einem Propheten gemacht. Da mache ich jetzt erstmal Stopp. So, das heißt, wenn hier jemand kommt und will sagen, hier werden nur Gemeinsamkeiten erwähnt, das ist nicht korrekt. Man muss richtig, das Problem ist, die Leute wollen das gerne sehen, weil sie wollen gerne Dawa machen, ohne mit irgendjemand anecken. Kaffee und Kuchen Dawa. Bruder, er erzählt diese Sache hier vor dem Najashi. Er hätte auch andere Sachen aus dem Koran zitieren können, wo es überhaupt gar keine Probleme und Meinungsverschiedenheiten gibt. Weil Jesus ist die zentrale Figur, wo es die Meinungsverschiedenheit gibt. Was passiert? Alle fangen an zu weinen, die sind gerührt vom Koran. Und der Najashi sagt: Das, womit du gekommen bist, womit Jesus gekommen ist, kommt von einer Nische. Obwohl die Meinungsverschiedenheiten hier gerne erwähnt werden. Und alle waren trotzdem überwältigt. Und dann hat er zu Amr ibn As gesagt: Ich werde die niemals wieder schicken, die sind hier bei mir im Schutz, sinngemäß. Amr ibn As geht und sagt zu Abdullah ibn Abi Rabia: Ich werde morgen mit etwas kommen, womit ich sie entwurzle. Womit ich ihre Wurzeln vernichte. Und dann kam er am nächsten Tag, ging er zum Najashi, hat gesagt: Die sagen etwas Gewaltiges über Isa ibn Maryam. Sie sagen über ihn etwas Gewaltiges, etwas Schlimmes sozusagen. So jetzt die Frage: Was ist das Schlimme, was sie über ihn sagen? Dass sie sagen, er ist ein Diener Gottes. Dass sie sagen, Jesus ist ein Diener Gottes. So. Jetzt, die Muslime werden wieder gesucht, werden wieder berufen. Was passiert? Sie beraten sich wieder. Sieht man wieder, die haben Schura schon gelernt. Immer schön beraten. Und dann was passiert? Was sagen die? Wir sagen, was Allah gesagt hat, was der Prophet gesagt hat. Ka'inan fi dhalika ma kan. Egal was passiert. Egal was passiert. Dann ruft der Najashi sie und sagt: Was sagt ihr über Isa? Was sagt ihr? Was könnt ihr jetzt Ja'far und Abi Talib sagen, liebe Geschwister? Wie viele Sachen könnten wir Muslime erwähnen, wo wir mit keinem Christen anecken würden? Jesus war ein guter Mensch, wir lieben Jesus, er hat Wunder gewirkt, er ist in den Himmel aufgezogen worden, er hat Wunder gewirkt, er hat Blinde sehend gemacht, er hat Kranke heil gemacht, er hat Tote lebendig gemacht, mit der Erlaubnis Allahs. Man kann so viele Sachen erwähnen, wo du kannst eine halbe Stunde reden, ohne eine einzige Meinungsverschiedenheit mit den Christen zu erwähnen. Und gerade Ja'far ibn Abi Talib, der ist ein Gelehrter des Islams in dem Sinne. So, was sagt Ja'far? Er sagt: Wir sagen das, was der Prophet gesagt hat. Und womit Allah gekommen ist, womit der Prophet gekommen ist, das sagen wir. Huwa Abdullah, sein Diener Allahs. Wa kalim wa ruhuhu, und sein Geist, das heißt ein von Allah erschaffener Geist. وَكَلِمَةُ الْقَائِلَ مَرْيَمُ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ, und sein Wort, das er sozusagen Mariam entworfen hat, also durch das Wort Kun Fayakun, das ist damit gemeint, die Jungfrau Maria. Das ist er. Das heißt, das Erste, was er erwähnt, ist was? Das Erste, was er erwähnt, ist
die Meinungsverschiedenheit, dass er Diener Allahs ist. Und jetzt kommt noch jemand und erzählt, bloß nicht in der Dauer Meinungsverschiedenheit nennen, bloß nicht auffallen, bloß nicht dieses, bloß nicht dieses. Und Bruder, die hatten keinen direkten Dauerauftrag, aber es ging um die Wahrheit. Lügen haben kurze Beine. Das ist ein schönes Sprichwort. Allah hasst Lügen und Allah liebt die Wahrhaftigen. Und deswegen haben Lügen tatsächlich kurze Beine. Mit Lügen kommt man nicht weit. Und deswegen lernen wir hier aus der Lehre was? Sei gerecht wie der Najashi, denn Allah hat ihn später recht geleitet. Und sei ehrlich wie die Muslime, steh zu seiner Religion, sei standhaft. Und ich habe das mal hier zusammengezählt, wie oft in dieser Rede Tauhid erwähnt wurde. 3, 7, 9, 12 Mal wurde Tauhid direkt oder indirekt angesprochen in einer kurzen Rede. Was passierte? Die Muslime konnten noch jahrelang dort leben, bis sie dann zurückgekehrt sind im 7. Jahr nach der Hijra nach Medina, nachdem der islamische Staat in Medina gegründet wurde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns segnen. Alles, was richtig war, war von Allah. Alles, was falsch war von mir und meiner eigenen Seele. Allahu Akbar, Allah.